Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, da heute eingeladen zu sein. Und die E-Moderation ist mein Steckenpferd. Also ich bin im E-Learning eigentlich schon seit immer. Habe 92 angefangen, Websites zu bauen und habe 2001 den ersten Online-Kurs moderiert, weil ich gedacht habe, Schulung zu E-Learning zu machen in einem Workshop ist fast ein Widerspruch. Und habe dann im Jahr 2002, denke ich, das erste Buch von Judy Sellman gelesen. Und das Konzept von ihr, das wir uns heute arbeiten werden, ist einfach die Basis von jeder Online-Aktion, die ich mache. Ja, ich habe das in diesen mittlerweile 14 Jahren natürlich weiterentwickelt, adaptiert für meine Zwecke und möchte Sie heute unterstützen, das für Ihre Zwecke anzufangen. Aber dieses Modell von Judy Sellman gibt mir Sicherheit im Online-Unterricht. Und ich glaube, man braucht eine Menge Sicherheit im E-Learning, weil es so viel an Unsicherheit mit sich bringt. Ja, vielleicht nur ganz kurz zu diesem schönen Bild. Ich war vor ein paar Monaten für längere Zeit in Argentinien. Und das ist, glaube ich, der größte Gletscher der Welt, Perito Moreno. Und um mich zu erinnern, dass ich weg war, tue ich diese Fotos immer wieder in meine Vorträge rein auch. Der ist wirklich sehr schön zu empfehlen. Ja, vielleicht ganz kurz über mich eben. Angefangen habe ich mit Lernstudium, bin aber dann in die theoretische Physik gegangen und wir haben 86 bereits gechattet, E-Mails geschrieben. Das heißt, bevor es das Internet für alle gegeben hat, also ich bin da reingewachsen. Und wir waren damals sehr elitär, ja, was wir gemacht haben, hat niemand sonst gemacht und wer hätte gedacht, dass das jetzt alle tun werden. Ich glaube, ich stehe ihnen im Weg. Gell? Und ich habe ihm dann Projekte zur Visualisierung wissenschaftlicher Daten an der Uni Graz gemacht und bin 99 an die FH Joanneum gewechselt. Und in diesem ZML, innovative Lernszenarien, sind wir einerseits in Forschungsprojekten zu E-Learning drin. Andererseits betreuen wir aber E-Learning an der Fachhochschule auch. Und gerade mit diesen vor allem berufsbegleiteten Masterstudiengängen, die immer mehr kommen, wird unser Service immer mehr nachgefragt. Das heißt, den Inhalt habe ich in zwei Teile geteilt. Jetzt geht es einmal um so einen Einstieg zu E-Learning überhaupt, Moderationsbegriff und dann ein Modell von Judy Sellman, ihr Fünf-Phasen-Modell oder Fünf-Stufen-Modell. Und im zweiten Teil geht es dann um die Activities. Ich glaube, da ist dieses Buch, das sind, wie sie Online-Aufgaben strukturiert. Und das ist für mich wirklich ein geniales Konzept. Also funktioniert immer. Das ja, ist fein, wenn man so gute Konzepte hat in der Arbeit. Ja, das heißt, das ist Definition von E-Learning aus unserer E-Learning-Strategie. Und wir haben damals lang diskutiert und dann gesagt, naja, es geht uns darum, E-Learning möglichst breit zu definieren. Was immer irgendwie mit Technik zu tun hat, was immer ein Online-Kontakt zwischen Lernenden und Lehrenden ist, verstehen wir schon als E-Learning. Also es ist ganz wichtig, auch zu würdigen, wenn jemand mit E-Learning anfängt und man gibt einmal ein paar Lernmaterialien in Moodle, dann ist das schon was zu würdigen ist. Ja, weil es wird so oft gesagt, ja, das ist noch didaktisch nicht gut. Aber ich denke, jeder Schritt ist ein erster Schritt und man entwickelt sich weiter. Das heißt, ja, per se findet E-Learning im virtuellen Raum statt. Und das ist der Grund, dass E-Learning anstrengend ist. Ja, sowas wie wir das jetzt machen, sie sind da, ich sehe sie, es gibt einen Kontakt durch Nicken, durch Schauen, durch Schlafen, wenn jemand schlaft, sehe ich, okay, ist für die nicht interessant oder für die. Aber online, im Moodle zum Beispiel, wenn Studierende reinschauen, aber nicht aktiv sind, nehme ich sie nicht wahr. Das heißt, das muss man so im Kopf haben, online lernen und online lernen ist anstrengend. Man muss aktiver sein als in der Präsenzlehre. Und das Zweite ist, ja, ich habe lang, ich denke, so vor allem von 98 bis 2005, 2006, war ich so auf der Suche nach der idealen Struktur, die für alle passt. Gibt es nicht.
Ja, E-Learning, wenn ich online was baue, brauche ich eine Struktur und ich werde die Struktur nehmen, die für mich passt. Und für die Frau Berger passt eine andere Struktur. Und das heißt, unsere Studierenden sind ihm ausgeliefert, dass jeder Lehrende anders tut. Und da habe ich das Gefühl, ist es auch Präsenz, das leichter auszugleichen, online schwieriger. Das heißt, E-Learning bringt viel an Ansprüchen mit sich, die in der realen Lehre so nicht auftreten. Obwohl man sich dann natürlich auch an die Lehrenden gewöhnen muss. Das heißt, es ist wichtig, dass man weiß, man braucht neue Kompetenzen, auch die Studierenden, aber vor allem auch wir. Und dass man traut, so ein bisschen was zu experimentieren, also nicht davon ausgeht, ich denke, auch in der klassischen Lehre macht man ab und zu Experimente. Das E-Learning ist vielleicht selbst einmal ein großes Experiment per se. Und man muss selber herausfinden, was passt für mich. Und ich denke, E-Learning kann nur dann klappen, wenn wir als Lehrende authentisch sind. Wenn wir was finden, was für uns selbst passt. Und das wird sich im Laufe der Zeit auch verändern, denke ich, wird sich auch bei Ihnen verändern. Aber man muss dazu stehen können. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich hasse es, wenn ein Bild von mir, ein Video von mir im Internet ist, dann würde ich mich jetzt so unwohl fühlen, dass diese Aufnahme eine Katastrophe wäre. Ja, ich bin mittlerweile gelassen, es gibt so viele Videos von mir, ich bin, wie ich bin, aber das war ein Gewöhnungsprozess auch. Und wenn wir Lehrende begleiten, das erste Mal Video zu machen, man schaut furchtbar aus, man hat eine furchtbare Stimme, selber, man nimmt alle Probleme und Unzulänglichkeiten war an sich, das sind wir ja sehr gut. Das ist auch E-Learning. Und das heißt, E-Learning verändert viel. Und für mich sozusagen, was es am meisten verändert, ist unsere Haltung zueinander. Also ich unterrichte online, ich mache viele Trainingskurse mit Hochschullehrenden und in diesen Trainingskursen ganz schnell sind wir per Du, online im virtuellen Raum. Heute in diesem Workshop gehe ich davon aus, dass wir nicht mit dem Du-Wort anfangen werden. Das heißt, E-Learning nimmt eine Hierarchie raus. Und es ist auch, manchen taugt das mehr, manchen taugt das weniger. Was hat das für Implikationen? Wenn ich mit meinen Studierenden per Du bin, kann ich sie trotzdem durchschmeißen? Nähe, Distanz. Ja, E-Learning ist sehr weit entfernt, weil wir sitzen ja alle irgendwo hinter unseren Computern eigentlich. Und trotzdem, gerade wenn man so Konzepte macht, wie sie Jilly Selman vorschlägt in ihren Online-Aufgaben, gibt es ganz viel an Reflexion und ganz viel an persönlicher Mitteilung. Also ich habe das Gefühl, ich lerne die Leute online sehr gut kennen, sehr persönlich kennen, gibt es viele Emotionen, also so diese Idee, nur Text, das ist ja nichts Richtiges, das ist nicht die richtige Welt, ist meiner Meinung nach, stimmt das nicht so. Aber das sind alles so Veränderungsprozesse. Ja, und wie gesagt, heute haben wir vor allem diese Kompetenz der Moderation der Lernprozesse. Und was da man im Kopf haben sollte, ist sozusagen, die Studierenden sind zwar vielleicht technikaffiner und kennen sich mit diesen Tools besser aus, aber sie haben zum Beispiel in der Schule nicht gelernt, dass das diese Kompetenz, die sie haben, dass die was Positives ist, sondern die haben eher gelernt, das ist was Negatives, das wird ja nicht ernst genommen. Ja? Spielst schon wieder auf dem Handy, bist schon wieder in Facebook, dass da sehr viele Lernprozesse auch laufen, wird nicht anerkannt. Jetzt kommen sie da mit Kompetenzen, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie haben. Und ich habe diese Kompetenzen vielleicht nicht als Lehrerin, also zum Beispiel meine Facebook-Kompetenzen sind relativ gering. Was ist, wenn ich jetzt eine Studierendengruppe in Facebook habe? Ja, dann kann mir passieren, dass sie die Experten sind. Ja, also es ist sozusagen diese Lehrendenrolle verändert sich auch. Und womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist eben auch Studierende in die Rolle von Co-Moderatoren und Moderatorinnen in diesem Prozess zu begleiten. Denn online, wenn man wirklich sagt, alles, was da online passiert, möchte ich im Auge behalten, möchte ich vielleicht auch lesen, das schafft man nicht. Das ist einfach zu viel. Und da geht es darum, dass man auch Verantwortungen abgibt. Ja, und wichtig ist diese größere Freiheit, größere Unsicherheit für uns alle eigentlich. Ja, das heißt sozusagen zusammenfassend noch einmal, E-Learning ist technikgetrieben.
Und ich sehe das bei uns an der Hochschule, sozusagen die Lehrenden, die so State of the Art, die wirklich gutes E-Learning machen, irgendwann einmal sagen sie, so, jetzt mache ich gutes E-Learning, aber weiterentwickeln will ich mich nicht mehr. Ja, jetzt, die haben ja ein anderes Fach. Ja, üblicherweise gibt es eben das eigene Fach, wo man ja up to date sein möchte. Und jetzt soll man auch noch E-Learning-Experte oder Expertin werden. Das heißt, das ist schon eine große Herausforderung. Ja, und was mich eben so beschäftigt, ist wirklich diese Kompetenzen. Ich habe einen 18-jährigen Sohn, der macht durchaus Sachen, die ich gar nicht verstehe. Ja, und dann denke ich, wie können wir diese Leute überhaupt noch adäquat unterrichten? Also ich denke, die Herausforderung ist eine große. Und da möchte ich Sie noch einmal einladen, experimentierfreudig zu sein. Und wie gesagt, dieses Modell von Chili Selman gibt einfach eine Basis. Weil wenn man nur experimentiert, kann das auch nicht besonders gut funktionieren. Ja, das heißt, Moderation. Also was ich ganz oft tue in meinen Lernprozessen ist, ich wechsle die Rolle von der Lehrenden, die Expertin ist in einem Fach, zur Moderatorin. Und als Moderatorin bin ich mehr in der Rolle von einem Coach, unterstütze ich, begleite ich. Und es ist für mich lustig, weil eben in meinen Online-Trainings zum Beispiel nehme ich oft sehr neue E-Learning-Trends auf, wo ich noch gar keine Expertin bin. Ja, wo ich sage, aber was ich kann, ist, ich kann einen Online-Raum vorbereiten, ich kann Materialien zusammenstellen, ich kann Aufgaben stellen und dann kann ich gemeinsam mit einer Gruppe lernen. Ja, als Moderatorin bin ich auch selbst im Lernprozess sich mehr dessen Bewusstsein, auch ich lerne. Ja, wichtig ist, dass die Teilnehmerinnen also dieses auf Augenhöhe miteinander lernen und es ist ja so, es ändern sich ja auch die Inhalte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Ihnen an der Hochschule ist, aber ich denke, ich glaube, das ist allgemein gültig, dass immer weniger Fachwissen vermittelt wird und immer mehr so ganz neues Wissen, wo es ja darum geht, sich irgendwo erst einzuarbeiten, erst zu wissen, was mache ich denn mit dieser neuen Methode jetzt, auch in der Agrarwissenschaft. Ja? Und hier durchaus die Studierenden auch reinzuholen, denke ich. Ja, das ist, ich hoffe, man kann da nichts lesen. Wir haben ein MOOC angeboten mit eben 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen und mein Anspruch an mich war mal zu schauen, ob man auch sowas moderieren kann. Und das ist so ein Beispiel, ich habe immer Zettel, üblicherweise verreise ich mit denen auch von meinen 4, 5 Online-Kursen, die parallel laufen. Und wenn ich Zeit habe, schaue ich schnell, was machen die und mache einen Strich, um so ein bisschen die Aktivitäten zu monitoren. Ja, für mich ist das wichtig, weil dann sehe ich, okay, alle haben was gemacht. Und es hat sich für mich bewährt, ich meine, ich sage altmodisch, ich nehme wirklich ein Plattel. Also nicht online, weil online schaue ich ja, was passiert in den unterschiedlichen Gruppen, sondern per Strich wird schnell notiert, wer ist aktiv. Und das war mir in der ersten Woche dieses MOOCs und im Laufe der Zeit sind da ganz viele Striche entstanden. Ja, das heißt vielleicht jetzt noch einmal, moderieren und leiten sind zwar unterschiedliche Dinge. Und ich habe das Gefühl, in der Moderation, diese Leitungsarbeit ist mehr, wenn ich den Raum vorbereite, wenn ich die Aufgaben vorbereite, wenn ich die Materialien vorbereite, dann bin ich in der Rolle der Expertin, der Leiterin. Aber wenn der Lernprozess einmal läuft, dann bin ich Moderatorin. Das heißt, dann sage nicht immer, dann sage nicht mehr ich, was richtig und falsch ist, sondern dann geht es um den Diskurs auch. Und was natürlich wichtig ist, ist sozusagen die Lernendengruppe, seien es jetzt Studierende oder in der Weiterbildung, dabei zu begleiten, einen guten gemeinsamen Stil des Miteinanderarbeitens und miteinander Diskutierens und sich miteinander auch an den Arbeiten abarbeitens, die dabei zu unterstützen, im Auge zu behalten. Und das ist eben nach diesem Chili-Selman-Modell am Anfang ganz viel Arbeit. Aber wenn dieser Anfang gut gelingt, ist es in den nächsten 3/4 relativ wenig Arbeit. Also es geht darum, dass man diese virtuellen Gruppen zu einer gewissen Reife bringt. Ja, und ihr wirkliches Gefühl, wenn ich so Online-Gruppen habe, ich habe ganz große
großes Vertrauen zu denen, dass sie schon tun. Ja, und dieses Vertrauen kommt natürlich mit der Erfahrung. Ja, bei der ersten Gruppe wird man kein Vertrauen haben und wird man 100-mal nachschauen, hat schon jemand was geschrieben, passt schon was und langsam wächst dieses Vertrauen auch. Das heißt, was ich als Moderatorin tue, nimmt ab. Das heißt, am Anfang bin ich stark, aber je weiter der Prozess läuft, desto weniger wichtig bin ich auch. Ja, und gut ist, wenn sie auf mich vergessen überhaupt. Wenn die so untereinander diskutieren, Materialien bringen, Sachen weiterentwickeln, gemeinsame Projekte abarbeiten. Da gibt es den Begriff des Emergent Learning. Das heißt, zu lernen, das passiert und das vielleicht von der Lehrperson gar nicht so geplant war. Ja, und dieses Emergent Learning ist ganz nah an den Bedürfnissen der Lernerinnen. Und wenn diese Prozesse, wenn die sagen, okay, ich mache jetzt ein Praktikum oder ich studiere berufsbegleitend die Arbeit und genau das brauche ich für meine Arbeit und jetzt nehme ich das mit in den Online-Raum und lerne anhand einer Aufgabe zu dem Thema, was ich selber brauche, dann haben wir kein Problem mit Motivation und dann sind die Lernergebnisse total beeindruckend. Und was wir zum Beispiel gemerkt haben bei diesem MOOC, dass die Lehrenden, die im MOOC waren, gesagt haben, dadurch, wir haben 500 Leute gehabt und die haben sehr viele Ressourcen gesammelt auch im Laufe dieses sechswöchigen Lernprozesses und die Rolle der Moderatorin war dann so, Seiten mit Lernermaterialien zu erstellen. Das waren dann so dokumentierte Linklisten. Und meine Kollegen und Kolleginnen, die im MOOC eben eher in der Rolle als Experten waren, haben dann gesagt, bah, ich habe so viel neue Unterrichtsmaterialien. Ja, weil die einfach, wenn man so eine Menge an Leuten hat, die alle miteinander lernen und interessante Sachen zusammentragen, das hat ein ziemliches Potenzial. Ja, und jetzt dieses Fünf-Phasen-Modell. Das heißt, die erste Phase ist diese Zugang und Motivation. Ja, das ist eine Phase, die war vor 15 Jahren fast die schwierigste Phase, weil das war noch der Zeitpunkt, wie die Leute nicht gewohnt waren, online zu arbeiten und permanent ihre Passwörter vergessen haben. Also da war sozusagen diesen Zug. Wichtig ist, dass wenn immer ich als Lernende habe, dass die einen guten Zugang zu meinem Online-Raum haben, weil ohne Online-Raum funktioniert E-Learning nicht. Zumindest nicht so, wie ich jetzt E-Learning Ihnen hier vorstellen möchte. Und das Zweite ist die Motivation. Warum sind die da? Und das sollte man vielleicht schauen, auch bei Studierenden, auch wenn die technikaffin sind und gewohnt sind, viele Stunden am Tag mit ihrem Handy zu verbringen, heißt das nicht, dass sie gerne E-Learning haben. Ja? Also wir haben zum Beispiel einen Masterstudiengang Soziale Arbeit und bei dem ist so, dass die Studierenden, das sind Leute, die sind auch 30, 40, die sind schon lang im Job, die sind üblicherweise weder technikaffin noch stehen sie auf diese Werkzeuge. Und plötzlich haben sie im Studium 50% online. Und plötzlich sagen sie, jeden Abend muss ich am Computer sitzen, so habe ich mir das Studium nicht vorgestellt. Können wir uns nicht mehr treffen? Ja? Und die dann zu begleiten, dass sie gut online ankommen und dass sie sehen, das gibt auch für sie Vorteile. Das ist eine ziemliche Arbeit. Und das ist eben einer meiner Jobs in dieser Lehrveranstaltung. Ja, gut, aber jetzt sagen wir mal, diese erste Stufe haben wir überbrückt. Das heißt, jeder kommt in den Online-Raum und es gibt eine gewisse Motivation, dort zu lernen auch. Die zweite Stufe ist die aller wichtigste, meiner Meinung nach. Und das ist eine Stufe, die ich sehr gern mag. Das ist die Online-Sozialisierung. Weil mein Ziel ist, dass diese Online-Gruppe so gut miteinander zusammenarbeitet, als würden die an der Uni immer wieder zusammensitzen im Café, in Seminarräumen und miteinander arbeiten. Und dazu braucht es, man muss sich kennenlernen, man braucht Vertrauen zueinander,
man braucht vielleicht Regeln, wie man miteinander arbeitet. Man muss Zuversicht fassen. Man muss mit den technischen Medien umgehen können. Das heißt, es hat ein paar Aspekte. Und die Gilly Selman in ihrem Buch hat diese 5 Stufen und sagt, jede Stufe ist eine Woche. Das ist jetzt ein Beispiel an einem Trainingskurs. Und bevor ich ihr Modell gekannt habe, okay, man macht am Anfang ein Forum auf, wo sich alle vorstellen. Das ist klar. Aber das war meine einzige Online-Sozialisierung. Und dann sind wir sofort ins Inhaltliche reingestiegen. Und diese Gruppen, meine ersten Gruppen, waren ultra mühsam, weil die nie zur Gruppe geworden sind. Ja, die habe ich dann so, und in der letzten Stufe, wo sie wirklich schon ganz selbstständig als Gruppe interagieren sollten, habe ich die immer noch mitgeschleppt und motivieren müssen. Ja? Und das Schwierige, ich habe gerade, wir haben so eine hochschuldidaktische Weiterbildung, die läuft ein Jahr, hat insgesamt 12 ECTS und ich bin da die Online-Moderatorin, weil es gibt 3,5 Präsenztage im Semester und der Rest ist online. Und ich mache immer so eine Online-Sozialisierungsphase mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und da drin sind die Aufgaben leicht. Ja, das sind Aufgaben, wo man vielleicht auch was Persönliches sagen muss. Und da gibt es einfach Leute, die unheimlich viel Widerstände dagegen haben. Nur wenn ich fachlich rede, dann ist das richtig. Ja, ist das wichtig und passt das. Aber ich weiß nicht, Sie erinnern sich vielleicht das eine Beispiel von der Gilly Selman aus der Online-Sozialisierung, das sie immer wieder gerne nimmt. Ist, schauen Sie aus dem Fenster und beschreiben Sie, was Sie sehen und hören. Ja, und dann schreibt jemand zurück, so Blödsinn, warum soll ich das beantworten? Aber dann habe ich was über diese Person gelernt. Und ich weiß jetzt noch, ein Kollege hat einmal geschrieben, vor meinem Fenster, da steht ein Baum und im Frühling, bla bla bla, im Sommer, im Herbst, im Winter, so ein langer Post war das, diesen Kollegen habe ich dann auch gekannt. Ja, es geht darum, einfach so ein Gefühl für die Leute zu kriegen, weil sie sind alle Lehrende. Sie wissen, für Lernen braucht es Vertrauen zueinander. Und das braucht es online genauso wie im persönlichen Kontakt. Dann die dritte Phase ist eine leichte Phase, ist Informationsaustausch. Da geht es jetzt darum, dass man Informationen austauscht, das sollen jetzt nützliche Aufgaben schon sein, aber durchaus auch, es ist ja, wenn man was gut kann, das teilt man ja gerne mit anderen. Ja? Tut mir leid. Also Leute, die in irgendwas gut sind, hier auch zu animieren, das miteinander, also das den anderen mitzuteilen. Ja? Das ist diese Phase Informationsaustausch. Und dann kommt eine Phase, die für mich persönlich ja eine ganz wichtige Phase ist, die Phase, wo es dann richtig lustig wird. Das ist die Phase des gemeinsamen Wissensaufbaus. Ja, da geht es jetzt darum, dass Leute von ihren unterschiedlichen Kontexten oder Studierende, die sich in unterschiedliche Aspekte eingearbeitet haben, dann alles zusammentragen und daraus gemeinsam von ihrem Verständnis und von dem her, was sie brauchen, was sie für einen Bedarf haben, was Neues entwickeln. Ja? Und da passiert tiefes Lernen. Und die 5. Stufe ist die Phase der Selbstorganisation. Da ist die Gruppe dann reif und braucht die Moderation fast nicht mehr. Ja, das heißt, da kann ich dann Aufgaben stellen, die schon eher am Level einer Meta-Aufgabe sind und die Gruppe fängt an, sich alles, was sie nötig braucht, selbst zu organisieren und zu beschaffen. Ja, und ich glaube damit, genau, habe ich noch eine Folie. Ja, zwei. Das ist was wir im Workshop uns näher anschauen möchten, werden dann. Da geht es darum, sozusagen als E-Moderatorin, was brauche ich für Kompetenzen? Aber vielleicht nur kurz, ich brauche eben ein gewisses Verständnis für den Online-Prozess.
Ich brauche technische Skills, Skills der Online-Kommunikation, eine gewisse sprachliche Expertise und es hat was mit meiner Person auch zu tun. Und es gibt immer wieder Leute, die sind für E-Learning nicht geeignet. Also wir haben an der Hochschule, wir haben so viele Leute, die an E-Learning interessiert sind und sich da weiterbilden wollen. Wenn jemand sagt, nein, ich kann nicht, ich muss die Leute sehen, sonst ich muss im selben Raum mit denen sein, so eine Person E-Learning aufzuzwingen, das kann nur schief gehen. Ja, es hat auch was mit der eigenen Person und mit der Einstellung zu tun. Bis auf das E-Learning natürlich auch so diffundiert. Ja, ich habe wenig Abende, wo ich nicht einmal schnell wo reinschaue. Ich habe kein Wochenende, wo ich nicht irgendeine Gruppe beobachte. Ja, und da ist auch die Frage, bin ich dazu bereit? Ich meine, die Bereitschaft ist bei mir auch erst kommen. Warum mache ich das überhaupt? Also es hängt wirklich ab so persönlich, was passt für mich und was passt für mich nicht. Ja, und sozusagen, also meiner Erfahrung nach, wenn man Online-Gruppen gut unterstützt, dann funktioniert das E-Learning. Und was wir im zweiten Teil dieses Inputs dann auch hören werden, dieses Activities-Konzept von Jilly Selman, das ist einfach eine gute Basis dafür, die uns helfen kann, so Online-Lernprozesse aufzusetzen.